Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute ein kleines Unboxing und dann auch gleichzeitig der Umbau. Und zwar hat mich das Paket von Peter aus München, ich grüße dich, erreicht. Und zwar hat er mein HPI gekauft, meinen kleinen XS. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Hier sind auf jeden Fall jetzt die Teile angekommen. Erstmal eine kleine Süßigkeit. Musste ich grinsen. Ich wollte eigentlich auch bei mir was reinpacken, aber du hast gemerkt oder wärst merken beim Auspacken, dass das so eng war und ich wollte lieber Verpackungsmaterial zum Schutz des Autos als irgendwie was reinpacken. Und ich wusste nicht, wie das dann bei dir ankommt, deswegen habe ich es dann gleich weggelassen. Aber ich habe noch ein paar Ersatzteile mit reingetan, wie du bestimmt gemerkt hast. Und ich hoffe, dass du die gebrauchen kannst. Die beiden Plastikteile an den Seiten, die kannst du eigentlich wegschmeißen. Ich wollte nur zeigen, dass die auch ausgetauscht worden sind. So, jetzt geht's weiter. Falls du dich fragst, wofür diese zwei kleinen Schrauben sind bei der Getriebegeschichte mit den Zahnritzen, das ist für den Motor, um den Motor zu befestigen. Das sind die richtigen. So, sein Paket kam auch an. Ich habe schon reingeluschert. Und zwar hat er mir nämlich damals schon angeboten, kleine Vorgeschichte, hat er mir damals schon angeboten, diese Teile zu kaufen oder zu tauschen. Na, ganz nett. Aber ich habe das irgendwie mit dem Losi, es geht hier um den Losi, habe ich so ein bisschen verplant, weil ich eigentlich immer den Losi nahm mit Starterbox und so. Und irgendwie habe ich das verplant. Da hat mir auch ein anderer freundlicher Zuschauer mir auch eine Anbauumleitung gezeigt, was ich noch vorhab. Das wird auch vielleicht kommen. Auf jeden Fall erstmal hier die Teile kurz. Und zwar ist das hier einmal der Losi Seilzug oder Seilzugstarter, WTF. Wieso so kompliziert, wenn es auch so leicht geht? Ja, und zwar nicht irgendein Seilzugstarter. Richtig krasses Gerät, habe ich so noch gar nicht gesehen in dieser Art. Wir haben hier einmal die Plastikrolle plus das Innenliegende aus Metall. Was auch ever, sieht aus wie Guss. Dann haben wir hier das Seil, ganz normal. Und außen haben wir hier für einen Rotorstarter noch eine Befestigungsgeschichte, wie ihr sehen könnt. Und da können wir einen Rotorstarter reinstecken. Das heißt, wir können einmal ziehen. Ja, um wieder zurückzukommen, wie gesagt, wir können hier einfach einen Rotorstarter hinten reinstecken. Das heißt, wir haben hier einmal den Seilzugmöglichkeiten, mit Seilzug den Wagen anzumachen oder mit Seilzug. Wir können auch weiterhin die Starterbox dann benutzen, aber diese Option wollte ich mir unbedingt nutzen. Und ja, er hat hier alles dafür am Start. Und zwar sind hier die ganzen Teile mit den ganzen Aufschriften, die er geholt hat. Das ist jetzt hier in dem Fall das Teil, wo die ganzen Nummern drauf sind. Finde ich ganz gut. Ist ja von Horizon die ganze Geschichte. Bei dem Teil musste ich ein bisschen lachen. Da hast du dich wohl leicht verkauft. Das ist eine Klatsch, also eine Mutter für die Schwenkscheibe vorne. Da hast du dich wohl ein bisschen vertan. Aber okay, jetzt habe ich vorne eine Mutter. So, dann haben wir hier hinten die Backplate. Hat er schön eingepackt, schön weich, dass das hier alles schön sauber und ohne Schaden ankommt. Ja, ist niegelnagelneu. Wir haben hier einmal das Freilauflager drinne. Die ganze Geschichte ist hier drinne eingepresst. Wir haben hier den Außenteil plus die Stange. Alles schön geölt. Hier außen das Teil. Und dann kommt hier das Ganze so hier hinten drauf. Zack. Ich glaube, hier muss noch eine Feder rein. Die habe ich aber auch noch. Die habe ich noch irgendwo rumliegen hierfür. Die werde ich einfach benutzen. Die kommt nämlich hier hinten drauf. Dann drückt die Feder hier so ein bisschen auf das Innenliegende. Aber ich weiß gar nicht, ob das hier vonnöten ist. Da muss ich mal gucken, weil sie wird nicht angegeben. Auf jeden Fall die Schrauben zum Befestigen. Und ja, wir nehmen einfach die Motorschrauben. Und ich würde sagen, ich baue das Ganze mal in Vorspulgeschwindigkeit ein. Und dann würde ich sagen, ihr lehnt euch zurück. Und ich werde jetzt hier ein bisschen vorgespult das einbauen. Viel Spaß.
So, da sind wir wieder. Ja, die Kamera, wie gesagt, nach 30 Minuten ist die Kamera voll und schaltet dann ab. Das heißt, ihr seht jetzt hier das fertige Auto wieder. Das Ganze hat so gesehen funktioniert, aber dennoch rum wieder auch nicht. Der Wagen selber, also hier, ich spreche jetzt hier rein von Losi, das Ganze hier funktioniert sehr gut mit der Rotor-Starterbox. Oder mit der Starterbox, besser gesagt. Ja, dann gibt es hier dieses Zubehör mit dem Seilzug. Starter, was auch funktioniert, kein Problem, ich habe es eingebaut, es klappt auch, aber das Auto ist dafür nicht ausgelegt. Das heißt, hier unten die Bodenplatte hat nun einen Einlass für den, für das Standardteil hier, für die Backplate, einfach nur für das Geschlossene, aber für den Rotorstarter fehlt hier eine Einkerbung. Also es ist wirklich, es handelt sich wirklich hier nur so um eine längliche Einkerbung, dass dieser Part hier, den wir hier sehen, dass dieser Part da eingelassen ist. Seht ihr das? Das ist diese Halterung. Der fehlt. So, damit ist das Ganze hier an dem Buggy nicht montierbar. Aber das ist nicht schlimm, weil das hatte ich eh nicht vor. Ich dachte mir, vielleicht passt es, aber ich habe schon gemerkt, dass es wie bei LRP ist, dass dadurch der Motor viel zu weit nach oben kommt. Das ist natürlich echt Humbug. So, das heißt, dieser Motor ist genauso wie LRP und nicht wie die anderen ganzen anderen Motoren. Die Backplate passt sich nicht dem Motorende an, sondern die Backplate hier hinten und der Seilzug geht über den Motor hinaus. Ich finde so eine Motoren einfach nur scheiße. Aber egal, das ist eine andere Sache. Weil es gibt immer Probleme mit Einbauen und so und dies, das und man hat das nicht auf dem Schirm. Das ist halt eben so in dem Moment, wo man ein bisschen genervt ist. Naja, auf jeden Fall, die Sache hier mit dem Seilzug funktioniert. Ich habe es ja eingebaut. Dann ist wohl irgendwann die Kamera ausgegangen. Da habe ich es getestet zum Ziehen. Funktioniert alles wunderbar. Klappt auch, aber hier die Montage funktioniert einfach nicht. Habe ich aber eigentlich so gesehen auch nicht vor. Ich dachte mir nur, es wäre vielleicht eine Erleichterung, wenn es doch schon gehen würde. Dann bräuchte ich die Starterbox nicht mehr. Gut, der Losi hier wird noch eine Zeit lang mit dem Motor fahren, bis zum Winter hin. Und im Winter, wenn wir den Motor ausbauen, dann wird das hier eingebaut. Das heißt, ich habe das schon mal. Von daher ist das alles gar kein Problem. Wird das eingebaut, der Motor kommt woanders rein. Und zwar in den Savage eventuell. Da habe ich ja was vor. Ansonsten werden wir erstmal noch den restlichen Sommer so den Wagen genießen mit der geschlossenen Backplate. Und das war's. Ich bedanke mich trotzdem an Peter in München für den tollen Deal. Hat super geklappt alles. Ich liebe es, wenn es so zuverlässige Leute gibt. Danke, ich bin's Laser. Schalt auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.